Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Mahlzeit, ihr Nasen, und herzlich willkommen zu einem neuen Trash in Retro hier auf dem Kanal. Deinem Spiel von, wie ihr sehen könnt, Activision. Und wir spielen Rapala Pro Bass Fishing. Jo, was soll ich zu dem Spiel sagen? Das ist ein Angelspiel, ne? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich lese einfach mal hinten den Klappentext vor. Meistere die Pro Bass Tour. Messe dich in spannenden Wettkämpfen mit echten Angelprofis und erkläre dir die Spitzenposition. Ich habe noch nie ein Angelspiel gespielt. Ich habe auch keinen Angelcontroller. Ich versuche das hier mit dem Pad. Wobei ich muss tatsächlich mal sagen, die Grafik sieht gar nicht mal so kacke aus. Wasserphysik und sowas, das hat schon was für sich. Die Mucke ist auch metallisch gut. Oder zumindest rocklastig. Ich drücke aber trotzdem mal schnell. Von 2010, okay. Ist ein Geschenk. Grüße gehen mal raus. Eben hier Props gehen raus, ne? An Sandra außer Arbeit. Die hat nämlich eine aufgelöste Xbox 360 Sammlung mir noch zukommen lassen, wo auch noch ein Lego Batman und ein Pure dabei war. Pure ist ein relativ gutes Quad-Spiel, also Quad-Rennen. Und das war da auch noch dabei. Und Viva Pinata. Auch eigentlich ein cooles Spiel, bloß nicht für mich. Ja, das ist mir doch alles sowas von Rotze. Wir wollen hier eine Runde entspannt angeln. Was für Henry Ernst gut ist, kann doch für mich nicht schlecht sein. Neues Spiel natürlich. Oh, wir haben einen Charaktereditor. Na, ich pack's nicht. Moment, da muss ich mich doch seelisch und mental und so und körperlich und so vorbereiten. Ich brauche eine Kippe, Leute. Mann. Ich werde im Drehen immer schneller. Das reizt mir doch mal aus. Gucken, wie weiblich aussieht. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist extrem durchtrainiert, also muss ich schon sagen. Aber sieht irgendwie trotzdem merkwürdig aus. Ach, das Grinsen gerade. Ach, die Haare. Setzen wir doch wieder den Helm auf. Ja. Ja, das sieht nämlich schon cool aus, aber mal kicken. Mega, das wäre mir lieber, aber Tarnfleck geht schon oder auch. Ja, Tarnfleck ist noch. Das ist eine Konstellation, Alter. Das nehmen wir mal einfach mal. Das sieht so scheiße aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Festplatte speichern sollte. Ja, egal. So. Ich würde am liebsten ausschalten jetzt schon, muss ich gestehen. Ah, Boatwanker Productions Presents, Leute. Das war jetzt so eine kleine Hommage an Henry Ernst. Ja, Spielverhalten, was bedeutet das? Tipps an, Bitjobs, Nachrichten an, Autosprecher an, Wurfring, überhaupt metrisches System, Tutorial. Keine Ahnung. Okay, finde ich eigentlich ganz gut, aber ich mache ein bisschen leiser. Ah, ruckelt ganz schön. Ah, Helligkeiten-Tuck hoch. Ja, keine Ahnung. Anfänger. Lake Minnetoka, okay. Mindestgröße 38,9 cm. 17 Minuten Zeit.
Driven wir mit the boat auf the See. Wir sind hier am Lake Minnetonka. Willkommen zum Zander Triumph. Unsere Angler sind hinter dem legendären Zander her, aber Legenden sind schwer zu fangen. Also wie die mit den Rennbooten dahin eiern, da ist kein Fisch mehr in der Nähe. Ich habe von Angeln nicht so viel Ahnung, aber mein Opa war so, ich sag mal, Amateur, Halbprofi-Angler. Und davon habe ich halt einfach ein bisschen was mitgekriegt. Aber der ist bestimmt nicht mit dem Boot so auf den See gebrettert. Weil da siehst du keinen Fisch mehr. Naja. Die Vorrunden sind abgeschlossen und jetzt werden wir sehen, wie sich die Neulinge im Rappala-Wettkampf durchsetzen können. Willkommen! Ich wünsche diesen Anglern viel Glück. Ach, versuchen wir einfach. Egal! Um diesen Wettkampf zu gewinnen, Barry. Nein, das wollte ich nicht. Nein! Hallo! Wirf doch mal deine scheiß Angel aus, Mensch, als Kinder. Ich glaube, das war mal nix. Der aus Gainesville, Florida stammende Bernie Schulz hat schon 1985 die Profilaufbahn eingeschlagen. Wenn es nach ihm geht, angelt er am liebsten mit dem Rapala Shadrap in Flachwasser. Wo bereit noch ein RT drücken und. Ja. Versuche ich gerade. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier tue, Leute. Ich hab echt keinen Schimmer, was ich mache. Ausweichen, SD, bewegen, RT, loslassen. Jetzt wird es ernst. Los geht's. Yo! Hier wirkt echt keinen Schimmer, was ich hier mache. Stick und RT. Der Köder war sein Geld wirklich was? Wert. Was habe ich da gerade getan? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Leute, es tut mir leid. Guck mal woanders hin. Aus dem Wasser springende Fische deuten auf besondere Angelplätze hin, wo es die gesuchten Fische gibt. Das hat ja gedauert, aber hier sieht's vielversprechend aus. Das wird doch sowieso nichts. Ich fang wenn den ganzen Trash Retro nix. Jetzt gerade gar kein Köder drin oder sowas. Die ungewöhnliche Form des Lake Minnetonka bietet Anglern mehr als 200 Kilometer Uferzone.
Dieser See in Minnesota ist bei Bootsbesitzern und Anglern sehr beliebt. Amerikanischer Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch und Forellenbarsch sind nur einige der hier heimischen Fischarten. Außerdem finden sich hier Hechte, Zander und Störe. Darunter ein über 3 Meter langer legendärer Riesenfisch namens Lou. Wer so schlecht auswirft, muss sich nicht wundern, dass er nichts fängt. Toll. Ein Riesenfisch und der registriert das halt nicht mal. Die ungewöhnliche Form des Lake Minnetonka bietet Anglern mehr als 200 Kilometer Uferzone. Dieser See in Minnesota ist bei Bootsbesitzern und Anglern sehr beliebt. Amerikanischer Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch und Forellenbarsch sind nur einige der hier heimischen Fischarten. Außerdem finden sich hier Hechte, Zander und Störe. Darunter ein über 3 Meter langer legendärer Riesenfisch namens Lou. Mann, das ist doch einfach nur deprimierend. Ich hab keinen Schimmer, was ich hier mache. Die ungewöhnliche Form des Lake Minnetonka bietet Anglern mehr als 200 Kilometer Uferzone. Dieser See in Minnesota ist bei Bootsbesitzern und Anglern sehr beliebt. Amerikanischer Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch und Forellenbarsch sind nur einige der hier heimischen Fischarten. Außerdem finden sich hier Hechte, Zander und Störe. Darunter ein über 3 Meter langer legendärer Riesenfisch namens Lou. Ich hab echt keinen Schimmer, was ich hier mache. Zeit, richtig loszulegen. Links. Fisch am Haken. Fast geschafft. Ich weiß nicht, was ich da tue. Ich habe keine Ahnung, Leute. Unser Angler hat ein neues Objekt freigeschaltet. So ein Tauziehen. Klasse. Ich habe einen Zander gefangen. Ich glaube, besser wird's nicht. Das lockt den nicht an. Die ungewöhnliche Form des Lake Minnetonka bietet Anglern mehr als 200 Kilometer Uferzone. Dieser See in Minnesota ist bei Bootsbesitzern und Anglern sehr beliebt. Amerikanischer Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch und Forellenbarsch sind nur einige der hier heimischen Fischarten. Außerdem finden sich hier Hechte, Zander und Störe. Darunter ein über 3 Meter langer legendärer Riesenfisch namens Lou. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Wurfweite da irgendwie vermassel. Ich habe keinen Schimmer. Ja, mit so einem Wurf fängt man nichts.
drücke und halte. Ich raff's nicht. Ich peile es einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tue. So ein Wetter muss man einfach lieben. Sieht aus, als würde es sonnig bleiben. Autsch, das tat ja beim Zugucken weh. Pff, 4 Meter, super. Läuft. Ich raff's nicht, Leute. Ey, jetzt tut mir leid. Ich komme mit dem Spiel nicht klar. Ich heiz so ein bisschen mit dem Ding hier rum. Hier beißt kein Fisch an. Ja! Yeah. Karambolage, geh weg. Futze. Ach, da könnte ich sogar was treffen. Moment mal. Versuche es halt einfach mal. Also das war peinlich. Hoffen wir, dass der nächste Wurf besser wird. Ist immer was ich hier tue. Scheiß noch eins. Die ungewöhnliche Form des Lake Minnetonka bietet Anglern mehr als 200 Kilometer Uferzone. Dieser See in Minnesota ist bei Bootsbesitzern und Anglern sehr beliebt. Amerikanischer Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch und Forellenbarsch sind nur einige der hier heimischen Fischarten. Außerdem finden sich hier Hechte, Zander und Störe. Darunter ein über 3 Meter langer legendärer Riesenfisch namens Lou. Mann, oh Mann. Ja, das war gar nicht gut. Ich raff's nicht! Die Anzeigen verwirren mich alle bloß. Die ungewöhnliche Form des Lake Minnetonka bietet Anglern mehr als 200 Leute, Kilometer es tut mir leid. Ich raff nichts bei dem Spiel. Das ist, glaube ich, das erste und letzte Angelspiel, was ich jemals spielen werde. Und ja, das war's mit Trash und Retro hier. An dieser Stelle, ich werde einfach nur blöde. Ciao.